Ja, ich bin jetzt 27 Jahre auf der Hütte und bin eigentlich schon ja, als Baby da auch gekommen. Im Juni bin ich auf die Welt gekommen und nachher war ich eigentlich hier schon auf der Hütte. Im Kinderwagen. Und das Aufwachsen da in die Berge ist schon ganz was Besonderes. Die Berge geben einem ganz viel Kraft, wenn man Energie braucht für den Alltag, wenn man einmal Sorgen hat oder so und man geht in die Berge. Die Macht und die Hilfe, was man auch kriegt von den Bergen, die Energie, das ist ganz was Besonderes. Ich war immer schon gern in die Berge, bin auf 1450 Meter aufgewachsen und waren als Kinder alle nach der Schule schon oben in den Wiesen umeinander und dann bei den Tieren und hat mich schon ein Bergsteiger blüht in sich. Wir haben die 40 Jahre überschritten mit dem Schwiegervater. Die Frau ist für klein auf schon da, die war immer schon da, sogar vorher 17 Jahre auf einer anderen Hütte. Mittlerweile bin ich auch schon, ja, 30 Jahre da. So gesund leben, dass wir da oben kann man ja gar nicht. Da ist sogar das Arbeiten gesund und es ist gar nicht so mühsam, wie es eigentlich irgendwo sein müsste, wenn es unbedingt tun müsstest. Weil es gern tust. Und wenn er es nicht gern tut, nachher hat er eigentlich auf einer Hütte oder einem Denkgeschäft nicht viel verloren. Hütten wird sein, ist nicht so romantisch, wie es der Besucher sieht. Weil er eben die Arbeit nur sieht, was da hat's in die Stube, auf die Terrasse rauskommt und so. Und im Hintergrund die viele, wirklich schwere Arbeit nicht sieht. Bei uns ist es nicht so, dass die LKWs zur Hütte fahren und dann wird es ausgeladen, die Lieferung verräumt. Das ist nicht so. Es steckt da ganz viel Planung dahinter. Wir müssen schauen, dass wir alles zum rechten Zeitpunkt aufbringen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man in eine warme Hütte reingeht. Es ist ja kein Wald um die Hütte herum. Also man muss da schon das Holz besorgen, mit dem Lift aufbringen, dann vorbereiten, dass man es noch in der Kuchel verwenden kann. Und das Gleiche ist auch mit den Lebensmitteln. Wir haben so viel frische Lebensmittel auch. Wir wollen in die Gäste ja was Gutes bieten auch. Aber wenn man zwischendurch sich einmal denkt, na, ich mag das nicht weitermachen, nur in der Hütte, ich weiß nicht so recht. Die Phasen gibt es natürlich auch, das ist ganz klar. Aber mit den Jahren und wie man nachher sieht, wie viel Herzblut die Mama und der Papa da reinstecken in die Hütte, das geht in einen über. Und man fiebert mit, man richtet her miteinander, man hilft zusammen. Und irgendwann sieht man dann auch, vielleicht war es echt eine Möglichkeit, die Hütte weiterzuführen. So wie es die Eltern gemacht haben und die Großeltern gemacht haben. Es ist ein wunderschöner Kessel. Es ist generell die Schobergruppe, der Wiener Höhenweg. Ganz ein vielseitiges Gebiet für unterschiedliche Farben für die Seen. Man ist ein anderer Mensch, wenn man da oben ist. Es kommen viele Leute, die sitzen dann irgendwo allein auf der Scharte oder beim See, schauen das Wasser rein und sehen, alles, was unten abgeht, das ist eigentlich nicht Leben. Das ist nur mal Hektik. Da kannst du wirklich zu dir kommen wieder. Es ist einfach was Abwechslungsreiches, Knorriges. Es ist ein anderes Gebirge, als wie wo man nur über Wiesen geht, schöne Blumenwiesen und irgendwann kommt die Hütte und die Almen. Speziell, wenn man den Wiener Höhenweg macht. Die Schaden sind um die 3000, nahe an 3000. Das sind nicht mehr Wandern, das ist schon Bergsteigen. Die Pflanzen und die Tierwelt, wie im Paargeier, Starnbock, Gämsen, Murmeln, gar nicht schei. Man muss nur das sehen auch und nicht nur die Wegweiser, die gelben Tafel und die Zeit. Und das ist nicht wichtig in den Bergen. Und ich sage immer zu den Wanderern, tut es das ein bisschen planen. Nicht morgen müssen wir auf der Hütte sein. Das wird oft nicht funktionieren. Der Berg steht schon länger da, als wie der Wanderer meint.
Jede Hütte ist anders. Jede Hütte hat einen anderen Hüttenwert und durch das hat sie natürlich auch einen komplett anderen Charakter. Jeder führt die Hütte anders. Die Hütte zum Beispiel ist ja 1931 gebaut worden oder 29 bis 31 und hat halt einen richtig urigen Charakter, einen Charme. Und das versuche ich halt irgendwo zu kombinieren mit ein wenig Moderne. Es ist halt meine Handschrift hier in der Hütte. Hier läuft halt meine Musik und mit der fühle ich mich wohl. Mit der kann ich arbeiten, da bin ich gut drauf. Und dann hat man automatisch eine gute Stimmung in der Hütte irgendwo. Wenn die Stimmung der Hütte positiv ist nachher, dann überträgt sich das auf die Gäste. Und die kämen einer durch die Tür und hören gute Musik und spüren ein Lachen und spüren Freundlichkeit und spüren eine Seele irgendwo da. Und ja, dann sind sie gleich von ihrer langen, harten Tour positiv gestimmt. Und wenn es dann noch was Gutes zu essen gibt, dann haben sie eh alles. Ich finde, die Nossberger Hütte ist irgendwie ein kleines Juwel. Ja, so ein Rohdiamant, den ich gerade beim Schleifen bin. Oder ich versuche halt einfach ein bisschen zu verschönern. Wobei die Hütte für sich selber schon spricht. Was die Hütte alles erzählen kann in ihren fast 100 Jahren jetzt. Also das sind sicher haufenweise Geschichten, was die da so erlebt hat und mitgemacht hat und auch noch mitmachen wird. Das einfach, dass man ein bisschen abgeschieden ist, dass ich mit Ressourcen sparsam umgehen muss, dass ich nicht immer alles zur Verfügung habe, dass ich im Vorhinein diese ganze Saison eben durchplanen muss, weil einfach mal irgendwie schnell was einkaufen gehen ist halt nicht. Das ist eben das, was ich da herum sehr mag, dass ich einfach nicht immer alles zur Verfügung haben kann. Ja? Und vor allem eben auch das ein bisschen eins sein mit dem Ganzen, also mit der Natur. Und einfach anders wirtschaften. Ich bin brutal gern Hüttenwirt. Also ich mag es, mit den Leuten zusammenzukommen. Ich habe so viele verschiedene, unterschiedliche Gäste herum. Vom normalen Wanderer bis zum Extremen. Es ist irgendwo alles dabei. Du kommst viel in Kontakt mit den Leuten. Und das ist das, was ich so schätze, was ich so gern habe. Ich kann viel draußen sein, wenn ich will. Ich habe die Möglichkeit, mich da frei zu entfalten. Ich bin mein eigener Chef. Und dann im Kontrast dazu einfach das Raue da heroben am Berg. Und ja, wir sind da herum komplett autark. Wir haben unseren eigenen Strom. Wasser kriegen wir vom Berg. Und einfach dieses Spiel, dieses Leben, dieses Selbstständigsein. Das ist das, was mir da heroben so taugt. Und du kannst in der Schobergruppe Tage unterwegs sein, ohne dass du irgendwen triffst. Wir sagen, Schobergruppe ist gleich Schottergruppe, weil du eigentlich nirgendwo einen festen Grat hast oder ganz wenig und immer irgendwie ein Fels in der Hand.
und da halt ziemlich aufpassen musst und relativ viel Steinschlag ist und die Wege halt permanent irgendwo leiden und jedes Jahr musst du irgendwelche Wege neu richten, neue Seile verlegen, also du hast schon permanent Arbeit, so ist das nicht. Es gibt schon viele Leute, die halt irgendwo in der Natur ihre Kraftplätze haben, wo sie halt hingehen, wo sie Energie schöpfen können und so. Und das ist vielleicht sogar hier oben auch so ein Platzl. Ja. Also ich sitze gern vorne und schaue einfach nur ins Leere oben. Das ist schon cool. Und danach bist wieder fit. Privatleben hast du auf der Hütte keins. Überhaupt nicht. Die einzige Möglichkeit, die halt besteht, dass du halt die einfach mal eine Stunde nimmst und die halt irgendwo hinsetzt. Das ist dann wieder das Schöne am Ende der Saison, wenn ich dann den Schlüssel umdrehe und oben gehen kann, gerade Wege gehen kann, nicht mehr über Stock und Stein stolpern muss. Ja, wenn ich dann wieder für mich sein kann, wenn ich mich dann wieder zurückziehen kann und wieder keine Gäste bewirten muss. Es hat alles zwei Seiten irgendwo. Es ist schön zu kommen, aber es ist genauso schön, wieder zu gehen.
Wir sind eine Schutzhütte der Kategorie 1, das heißt schwer erreichbar, weit entfernt. Jeder, der vor der Tür steht, muss eine dürfen. Ganz egal zu was für eine Uhrzeit. Um Schutz vor Wetter, vor Nacht oder sonstigen zu suchen. Und nebenbei natürlich, das ist ganz klar, wird er bekocht oder verpflegt, wenn er was braucht. Ich habe meistens meine Uhr oben, dass ich überhaupt weiß, was für ein Wochentag ist. Die zeigt das nämlich zum Glück an. Die Tageszeit, sage ich mal, ist halbwegs strukturiert. Da kennt man sich halbwegs aus. Aber es rennt die Zeit ganz unterschiedlich. Also da vergeht einmal eine Woche ganz geschwind. Da tut sich einiges. Dann ist einmal schlecht Wetter, dann ist einmal eine langsamere Woche. Wie wichtig gutes Essen ist. Na, ich glaube, es gefällt an jedem, wenn es gut ist. Wenn es schmeckt. Das kann aber ganz einfache Hausmannskost auch sein. Und schmecken soll es schon auch. Also, das ist eh klar, dass das halbwegs gut sein soll. Aber ich glaube, wenn man gern kocht, kann man nicht viel falsch machen. Außer man versalzt die Suppen vielleicht einmal. Das ist das Einzige. Das kann man nicht mehr retten. Ja, und bei unseren Curries, wenn da zu viel Chili drinnen ist, da haben wir schon mal, ich glaube, an einem Abend 10 Liter Joghurt dann austeilen müssen, weil also wirklich, das ist ein bisschen zu scharf geworden. Und Joghurt ist das Einzige, was halt dagegen nutzt. Da sind wir dann auf Anschlag 2-5 Liter kühlen Joghurt losgeworden. Aber das passiert einmal, ja. Aber es hat jedem geschmeckt. Das schon. Auf jeden Fall froh, dass ich das gemacht habe. Weil damals habe ich schon überlegt, wie ich das wirklich 3 Monate komplett weg vom Schuss. Man weiß nicht genau, auf was man sich einstellt. In dem Fall hat das aber echt super gepasst und ich bin froh, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Auf einem Weitwanderweg unterwegs sind, gibt es einen Anfang und ein End und dazwischen konzentrieren sie sich. Die Gesprächsthemen, die dann natürlich da auf Hüttenabenden so laufen zwischen den Leuten, natürlich betreffen die das normale Leben auch. Ja? Aber es ist weit weg. Es ist einfach weit weg.
auch wieder, aus dem Grund kommen da Leute her, die das suchen. Oder einer, der es nicht gesucht hat, hat dann da gefunden, boah, einsam, super, nicht überrennt. Und ich denke, das wird auch immer so bleiben. Es ist auch eine Gebirgsgruppe, wo nur Einheimische eigentlich sind. Es gibt keinen Fremden, der da zum Beispiel die Gößnitzkopfüberschreitung macht. Das tut sich keiner an. Da fahren die Linzer Dolomiten, da ist alles bombenfest. Bei uns fällt alles runter, aber das ist Bergsteigen. Das ist das wahre Bergsteigen, das man da noch machen kann. Und das ist echt das Abenteuer. Und diese stillen Abenteuer passen, glaube ich, auch ganz gut zu der Schauergruppe.